Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir basteln in diesem Video diese Karte, dieses Kartenprojekt. Das ist entstanden nach einem Sketch. So sieht der Sketch aus, also eine Kompositionsskizze für eine Karten, für ein Kartenlayout. Denn es ist wieder der letzte Sonntag im Monat, beziehungsweise es war der letzte Sonntag im Monat, aber über die Weihnachtsfeiertage habe ich auch mir Zeit für die Familie genommen. Ich hoffe übrigens, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest und habt jetzt noch erholsame Feiertage oder hattet. Und genau, deswegen basteln wir wegen dem letzten im Monat dieses Projekt nach dem Sketch. Wir nehmen auch nochmal ein bisschen anderes Hintergrundpapier und machen es nochmal ein bisschen anders wie immer. Warum auch immer, hat für mich dieser Sketch einfach nur maritim geschrien. Also ich musste mit Bötchen basteln, ich weiß auch nicht genau warum. Zuerst hatte ich, das kann ich vielleicht noch erzählen, den Plan, das einfach monochrom in Vanille zu machen. Also Vanille hier unten, dann Vanille hier oben, das geprägt und mit ein bisschen Goldfarbe drüber geschmiert und dann hier noch irgendeinen Akzent zu setzen. Aber ich habe mich dann doch für maritim entschieden. Ging einfach nicht anders. Okay, wir beginnen mit dem Hintergrundpapier. Das ist tatsächlich schon ein neues Papier. Das könnt ihr ab dem neuen Jahr bestellen im neuen Mini-Katalog. Das heißt, ich sollte sagen, wie es heißt, Bezaubernde Bucht. Und das hat sehr viele schöne maritime Motive. Wenn ihr es einmal komplett angeguckt haben wollt, dann könnt ihr im Auspackvideo gucken. Da habe ich es einmal komplett durchgeblättert. Es ist in Gold foliert und es ist in holographisch irisierend foliert. Und wir haben hier einige Bögen in Marineblau mit coolen Mustern drauf. Und eben einiges maritimes Gekritzel, aber eben auch vieles Neutrales einfach. Und da habe ich mir jetzt noch als zweites Motiv, vielleicht habt ihr es beim Durchblättern schon gesehen, dieses Wellenmotiv rausgesucht. Das bedeutet, ich habe tatsächlich die eine Challenge vom weggelassen, ist es nicht geprägt, aber wichtig war, das hatte ja die Sketchgeberin gesagt, dass das hier hinten das Highlight der Karte sein soll. Und ich finde, dieses Papier ist tatsächlich ein Highlight, deswegen fand ich das in Ordnung genug. Ja, die Challenges sind ja immer Bonusaufgaben, wisst ihr, die muss man ja nicht machen. So, das wird zuerst zugeschnitten. Einmal auf die Rückseite gucken, nee, dann ist gerade egal, wie rum wir es zuschneiden. Und zwar auf 13,5 x 13,5. Wir müssen es ein bisschen einstutzen, weil sonst geht es nicht aus A4 raus. So, die Streifen werden alle aufgehoben. 13,5 x 13,5. So. Und dann muss ich es mal nebendran halten. Ich habe hier noch eine Kartenbasis in Marineblau. Das könnte halt sein, dass das ein bisschen arg dunkel wird. Aber mir gefällt es, um ehrlich zu sein, sehr gut. Also ich glaube, ich nehme tatsächlich das Marineblau. Die ist geschnitten auf 14,5 x 14,5, sodass man das eben aus einem A4-Bogen rauskriegt. Anders funktioniert es nämlich nicht. Und dann stempeln wir mal noch die Deko. Hier. Ich habe ganz in der Mitte... Wobei, jetzt könnten wir auch wieder durchstanzen. Muss ich gucken. Vielleicht muss ich gleich nochmal ein bisschen experimentieren. Weil ich hatte hier ursprünglich das auch in Marineblau gemattet und dann hier dieses Rechteck ausgestanzt, sodass dieses Danke quasi in dem Loch drin war. Und das sah sehr cool aus. Allerdings war die viel zu Marineblau. Das ist ja uniform Marineblau hier hinten. Also das war dann ein bisschen arg dunkel. Aber bei dieser hier könnte man es fast schon machen, weil das Hintergrundmotiv ja ein bisschen aufgeregter ist, sag ich mal. Also ich glaube, ich probiere das einfach mal. Ich stanze jetzt mal ein Loch rein und wir schauen dann mal, wie es aussieht. Nach einer kleinen Denkpause habe ich mich jetzt entschieden, wenn man die Kartenbasis zuschneidet, ich habe es nochmal in schwarz hier jetzt gemacht, also wenn ihr das große Stück rausschneidet, dann habt ihr hier drüben so ein Stück über. Und genau dieses Stück benutzen wir jetzt weiter, also beziehungsweise das hier sogar noch einen Hauch kleiner gemacht, das ist jetzt hat eine Breite von 6,5. Und dann schneide ich 2 x 13 ab. Dann haben wir nämlich aus dem einen A4-Bogen, den wir haben, überhaupt keinen Rest, bis auf das hier. Und das finde ich immer sehr gut. Und die beiden ergänzen sich jetzt nämlich genau auf ein 13 x 13 Quadrat, was wir hinter unser Designerpapier kleben können. Ich habe das ausgestanzt und plopp ist unser Kunstlevel, unser Budgetlevel theoretisch aus 2. Das ist eine alte Quadratstanzform. Ihr könnt es auch einfach anzeichnen und mit einem Cutter rausschneiden oder mit dem Papierschneider, ne, wenn ihr von den Zentimeter zu den Zentimetern seht. Ich habe nur eine Stanzform da, das ist für mich jetzt einfacher, aber das ist nicht zwingend nötig. So, und jetzt hat man eben hier dieses 13 x 13 Quadrat und da kann ich das hier drauf ausrichten und dann mit einem Bleistift, wenn ich ihn nicht verlegt hätte, da, ups, kommt noch die Pinzette mit, so, einmal anzeichnen und das benutzen wir nämlich als Verstärkung. Ich möchte das nämlich tatsächlich hochkleben
Und das Designerpapier ist mir dazu lapprig. Dafür, dass das eine so große Lage ist, wird es einfach von hinten ein bisschen verstärkt. Das heißt, ich nehme jetzt eine Schneideunterlage. Hier. Und einen Cutter. Und ich cutter großzügig jetzt diese Bleistiftspur raus. Ich mache das nicht schön, weil das sieht nachher keiner. Das klebt auf der Rückseite als Verstärkung. Das wird niemand zu Gesicht bekommen. So. 1, 2, das kam raus. Das kann auch wieder weg. So. Und das kann jetzt hier eben hinten dran geklebt werden. Es ist ein bisschen schade, die schöne goldene Seite unterzukleben, aber das Wellenmotiv gefällt mir tatsächlich einfach sehr, sehr gut. Das hier, ich klebe das jetzt mit Flüssigkleber auf, damit ich es besonders flächig aufkleben kann, aber seid ganz, ganz vorsichtig. Da ist eine Folierung drauf von der Rückseite. Das kann man durchsehen, wenn man dann nicht ganz, ganz vorsichtig ist. Also nehmt nur so dünnen Kleber, wie ihr nur überhaupt könnt. Aber ich nehme halt jetzt tatsächlich Flüssigkleber, damit ich es sehr vollflächig einschmieren kann. Normalerweise würde ich da immer Kleberoller nehmen, aber um das so vollflächig aufzutragen, ist mir der einfach zu teuer. Und dann nehmen wir den Flüssigkleber, können das gut feststreifen, aber wirklich, wirklich nur ganz hauchzart nehmen. Gilt sowieso fast überall bei dem Flüssigkleber. So. Und dann haben wir hier hinten eben unsere Verstärkung, damit das tatsächlich die Kartenlage auch schön hochhalten kann. Und dann haben wir eben auch Zero Waste von unserer Kartenbasis. Also nicht so, dass bei mir Marineblau nicht auch wegkommen würde mit Ausstanzungen. Aber dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Okay, und dann habe ich ausprobiert, ich kann es euch einmal zeigen. Das war nämlich mein Prototyp tatsächlich für die letzte Karte. Man könnte das jetzt auch direkt einfach hier unten in groß reinstempeln. Meine ursprüngliche Karte sollte ja eine Dankeskarte werden. Ich habe übrigens das Format gewählt, ich brauche jetzt sowieso eine Dankeskarte, weil die so extrem groß ist, dass da dann viele Leute unterschreiben können. Also ich mache hier natürlich noch einen Einleger rein, aber wir haben viele Namen, wir schenken das in der Uni. Und dann müssen viele Leute unterschreiben und dann ist eine große Karte natürlich besonders gut. Also man könnte das jetzt direkt so machen und direkt da unten reinmachen. Hier ist nachher sowieso das Schiff drüber, da habe ich das Schiff abgezogen. Das ist mir aber dann doch ein bisschen arg dunkel. Aber nachdem in den Wellen auch weiß drin ist, finde ich, tut es dem auch keinen Abbruch, wenn man da weiß mit rein kombiniert. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, vor allem wenn es so im Hintergrund ist und noch eine blaue kleine Kontur hat. Das ging hier nicht, weil das Blau auf dem Weiß viel zu krass ist. Deswegen habe ich diesen hellblauen Ton mit dazu kombiniert. So, diese Ausstanzung, die auf jeden Fall aufheben, die kann man auch irgendwo anders verkleben. Und dann setzen wir das einfach eine Ebene höher und dann sind wir das Problem schon mal los. So, dann nehme ich hier auch meine Dimensionals und ich glaube, ich nehme auch die Dimensional Ränder. Wo ist jetzt meine Schere? Hier. Lieber ein paar mehr. Das wäre schade, wenn das nicht gut klebt. Also ich setze mal auf jeden Fall eins in die vier Ecken und dann auf jeden Fall vier so hier in der Mitte an die Kanten und dann können wir da sogar noch kleine halbe oder sowas reinkleben. Ja, bei ganzen Kartenlagen darf man nicht sparen an den Dingern, sonst drückt es die durch, insbesondere wenn man die in den Umschlag steckt. Und das wäre einfach super schade, das ist es nicht wert. 1, 2, 1, 2. Sehr gut. Können wir die alle abziehen. Das sind die aus dem Kreativset, die lassen sich nicht so gut anmalen. Deswegen habe ich hier nicht meinen Trick mit den bunten Rückseiten. Aber wenn man genau im Uhrzeigersinn geht, dann vergisst man auch hoffentlich keins. So, dann können wir das einmal aufkleben, natürlich richtig rum mit den Wellen. Und das da in der Mitte wird einfach überklebt. Das sieht gleich keiner. Und zwar habe ich hier ein Rechteck aus den Basics mit PEP. Die haben eben noch diese Stickkante. Das ist das Einzige, wozu jetzt wirklich die Stanzmaschine benötigt wird. Aber das könnt ihr einfach weglassen und schneidet einfach ein ganz normales Rechteck zu. Und das wird hier eingelassen. Und das ist auch bewusst ein Millimeter kleiner als das Quadrat. Danach habe ich es ausgesucht, dass wir noch so eine ganz zarte Kontur haben. Das gefällt mir gut. Hätte man sogar noch ein bisschen größer wählen können, finde ich. So, aber ich brauche die Größe für den Spruch. Man könnte es auch natürlich noch schräg aufsetzen.
Na, wobei, das gefällt mir nicht so gut. So, aber das ist in Ordnung, weil in den Wellen auch weiß drin ist und dann knallt es nicht so rein. Und außerdem setzt mir das Schiff sowieso gleich als so verbindendes Element mit dazu. So, speaking of the Schiff, stempeln wir. Ich habe hier weiß und hier das Stück, aus dem das ausgestanzt worden ist. Und ich nehme das Produktpaket leinenlos, beziehungsweise Stempelset und die Handstanze, die es dazu gleich gibt. Hier ist unser Schiff drin und ich nehme auch hier den Spruch, gute Reise durchs neue Lebensjahr, weil das wird nämlich eine Geburtstagskarte. Man kann nämlich nie genug maritime Geburtstagskarten haben. Und die Vögelchen hier nehme ich auch. Da muss ich einmal mit meinen Blöcken managen. Ich habe nämlich vorhin die Blöcke noch nicht abgemacht. So, hier ist ein Spruch und die Vögel. Die Vögel nicht gerade rausgenommen. Oh je, heute bin ich durcheinander. Wo habe ich den klaren Stempel hingelegt? Wenn ich jetzt das Video zurückspulen könnte, ne, das wär's. Okay, findet sich schon. Wir machen erstmal weiter. Hier sind sie. Da. Also, erstmal hier den Spruch. Und zwar stempel ich da satt mit Marineblau drauf. Wobei man könnte sich überlegen, es abzustempeln, aber ich glaube, ich knall das einfach drauf. Und zwar natürlich in die obere Ecke. Und die Vögel, die hier noch drin sind, die stempel ich ab. Und zwar sogar zweimal. Marineblau ist so potent, das kann man auch zweimal abstempeln. Einfach nur hier oben so ein bisschen. Und ich glaube, ich will es gar nicht übertreiben mit den Vögeln. Können wir gleich nochmal das Schiff dran halten und gucken, ob das noch was braucht. So, und das Schiff stempeln wir auch. Da gibt es diesen Trick, den habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt, dass man eine Schablone stanzt und es dann genau in die Schablone rein positioniert. Aber für ein Schiff ist mir das jetzt egal. Ich habe sowieso genug Grundweiß, so kleine Reststücke. Da muss ich nicht dran sparen. Der Mast kommt in Espresso gestempelt. Ich gucke übrigens, die Stanze liegt hier nebendran, damit ich sehe, in welcher Ausrichtung ich das stempeln muss, damit ich mir das gescheiter reinstecken kann. Und dann haben wir noch die beiden Segel. Ich stempel die jetzt auch mal in Marineblau. Ich glaube nicht, dass ich die Akzentfarbe brauche. Ich habe sie nämlich hier auch in Marineblau in hell gemacht. Das sieht dann ganz gut aus, eben in Eimer abgestempelt auf dem Weiß. Und ich glaube, ich mache das einfach wieder. Das sah ganz gut aus. Also Marineblau, dann einmal abstempeln und dann einmal aufstempeln. Und hier oben, so rum wird es wahrscheinlich gleich gehalten. So. Wunderbar. Das auf jeden Fall erstmal alles zumachen, damit kein Unfall entsteht. Gefahrenherde beseitigen. So. Ach, das ist übrigens die Stempel- und Perforiermatte, gell? Damit das ein bisschen mehr Druck hat. Dann stempeln sich die vollflächigen Fotopolymerstempel besser. So, jetzt kann man das hier so reinmanövrieren. So, einmal Segel Nummer 1. Ja, nachdem auch meine drei Dinger das Ding relativ gut ausfüllen, ist es auch in Ordnung. Da entsteht nicht so viel Abfall, das ist völlig, das geht klar. So, dann kann man das hier reinstecken. Das Braun ist ein bisschen arg saftig, da sollte ich mal noch mal ein bisschen was rausnehmen. Aus dem Espresso. So. Und noch das letzte Segel. Wunderbar. Hier Papierschnipsel, die kommen gleich alle in den Müll. So. Dann wird das an das Schiff angeklebt. Dafür nehme ich mir gerne einen Kleber mit einer feinen Tülle. Und ich mache das immer gleich. Das vordere Segel, das kommt oben auf den Mast drauf geklebt. Und zwar macht man einfach ein ganz bisschen Kleber. Hier oben und hier unten auf das Segel drauf. Dann wird das hier einfach aufgesetzt, angeklebt. Und das große Segel kommt von hinten dagegen. Auch da mache ich zwei Tropfen Kleber hin. Einmal hier, einmal da. Und das kommt jetzt von hinten, dass man den Mast noch schön sieht, weil der Mast so ein stilgebendes Element ist. Damit er nicht untergeht, sieht man den so immer noch sehr schön. Gut, dann haben wir unser Segelboot. Und dann können wir schon mal alles nebendran setzen und schauen, ob uns das so gefällt. Also das plane ich ja hier unten rein zu kleben und das Segelboot dann hier so drüber. Ja, gefällt mir, kann man so lassen. Gut,
Machen wir. Können wir festkleben. Hier, das ist grundweiß dünn. Da nehme ich einen Kleberoller. So, da reichen ja zwei Spuren. Das ist in Ordnung. Das jetzt schön mittig. Das einmal aufheben. Ja, passt. So, und unser Schiff könntet ihr jetzt auf eine oder auf zwei Lagen hochkleben. Ich glaube, ich bin mutig und nehme tatsächlich zwei Lagen Dimensionals. Dann ist es nämlich höher als hier das außenrum. So, auf die Gefahr hin, dass es zu hoch ist. Aber dieses Risiko bin ich gewollt einzugehen. So, also hier einmal, zweimal und da auch noch. Da jetzt auch nicht sparen mit Dimensionals. So, und hier drüben kann ich auch noch so ein Eckchen hinsetzen. Nur so ein bisschen. Das liegt ja auf der untersten, auf der höheren Lage schon auf. Da brauchen wir jetzt nur eine Lage. Und dann kann das Boot hier rein. Ganz wichtig ist, habe ich das überhaupt abgezogen? Dieses hier habe ich nicht abgezogen. Und dieses auch nicht. Genau, ganz wichtig dabei ist, dass der Rumpf von dem Schiff über der Kante ist, damit die Kante quasi versteckt wird, damit es ein verbindendes Element wird. Dann ist nämlich dieser Kontrast wieder zu dem Kasten nicht so super groß. Gut, das Einzige, was hier natürlich jetzt nicht geht, da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich mir irgendeine Alternative ausdenke, wo wir das einarbeiten können. Ich liebe den Tipp, habe ich von Nicole aus meinem Team. Dieses rote Band, dieses rote Fitzelchen Band auf maritimen Karten, das ist einfach so ein Hingucker, so ein tolles Element. Vor allem, witzigerweise, braucht es überhaupt keinen Partner. Also dieses rote Band hier ist völlig in Ordnung. Und normalerweise würde ich immer die rote Farbe nochmal wo einbringen, damit sich das wieder schön ergänzt. Aber das braucht dieses rote Band bei maritimen Karten irgendwie nicht. Das ist völlig in Ordnung da. Das ist einfach so eine kleine Schlaufe unten drunter geklebt. Und das geht natürlich nur, wenn ihr die Karte oben drauf klebt. Allerdings habt ihr hier halt als Hingucker, das kommt wahrscheinlich im Video nicht so super gut raus, aber in echt sieht man es sehr stark. Hier habt ihr halt als Hingucker, dass das hier tiefer gesetzt ist. Das ist auch ein sehr schönes Hinguckelement. Das muss man halt da, das ist der Trade-off, das muss man tauschen. Gut, und tatsächlich, weil es noch ein bisschen nackig ist und weil da noch irgendwas drauf muss, aber Glitzersteine würden da sowieso untergehen und außerdem ist es eine Jungskarte und manche Jungs sind da pingelig mit Glitzersteinen, nehme ich tatsächlich genau das, was auf dem Sketch vorgegeben ist, nämlich diese Deko-Streifen. Und zwar habe ich da Metallic-Folienpapier, einmal in Marineblau und einmal, das ist ein altes Papier, und einmal in Silber, aber in dem silbernen Pack ist zum Beispiel auch noch ein dunkles Silber drin, das könntet ihr auch einfach da oben nehmen. Ich nehme das nur jetzt, weil ich es habe. Genau, und da machen wir eben hier noch Deko-Elemente. Und zwar gucke ich mal. Ich habe nur einen von diesen zurechtgeschnitten. Dann mache ich den mal so, in der Hoffnung, das passt. Jo, kann man so lassen. Also hier unten zwei und hier oben einen. Den kürze ich auch mal auf schräg. Und wie weit darf denn der runtergehen? Vielleicht so. Gut, dann werden die auch noch angeklebt. Und das ist auch ein sehr schönes, stilgebendes Element. Finde ich mal überraschend erfrischend. Ist mal was anderes, als einfach Steinchen aufzusetzen oder Klebis. Genau. Und diese ist jetzt tatsächlich, obwohl die nur monochrom marineblau ist, ist mir die nicht zu kalt, wobei es ist natürlich noch weiß mit drin, ist mir die nicht zu dunkel. Das ist bei der anderen passiert. Kann man machen, wenn man das möchte. Also ich finde das sowieso cool, weil ich auf sowas voll stehe. So ein bisschen moody. Andererseits könnte man auch je nach Anlass, in dem man sie benutzt. Also zum Beispiel fand ich, sah die vorher, nachdem sie so dunkel aus, auch fast schon wie entweder eine Kondolenzkarte oder so eine Aufpäppelkarte. Da haben wir auch gerade ganz nette Sprüche und ganz nette Sachen im Sortiment, sogar glaube ich in der Celebration. Ich kann einmal neben mich greifen, ich hatte es extra rausgelegt, um es euch zu zeigen. Die Streifen sind übrigens geschnitten auf einen halben Millimeter, fällt mir auf, und ich lasse hier auch zwischendrin Platz wieder genau einen halben Millimeter. Das sieht am harmonischsten aus. So, ich hatte noch Sets rausgesucht,
Mitsprüchen, falls ihr da noch Inspiration braucht. Also hier zum Beispiel ein filigran Floral ist in tiefem Mitgefühl, das wäre schön für die Kondolenzkarte. Und hier Mut und Glück, das ist gerade in der Celebration, das gibt es also sogar für Umme, sind lauter so Aufpeppelsprüche. Meine Gedanken und Gebete sind bei dir oder sowas. Und sowas kann man auch einfach schön zweiteilen oder einfach hier oben reinstempeln, ganz klein, das sieht einfach super aus. Und hier in dem Eulenpost ist auch einfach ein Glückwunsch. Also man könnte auch einfach da oben Glückwunsch reinstempeln und gut ist. Und da könnt ihr auch ein Motiv aufsetzen, was auch immer ihr wollt. Nehmt ihr auch ein Designerpapier, was ihr gut findet. Ich finde Wellen toll und damit muss natürlich ein Bötchen oben drauf. Aber könnt ihr frei entscheiden, wie ihr es gerne hättet. Genau, das ist die Karte von jetzt. Die ist noch ein bisschen monochromer, ein bisschen zurückgehaltener. Das ist die Karte vom Anfang. Die hat eben noch das Hellblau mit kombiniert und dann eben diesen Fitzelband, weil ich es da eben aufgesetzt und nicht runtergesetzt habe. Das kommt im Video nicht so gut raus. Ihr könnt ja mal beide Varianten basteln und mir dann auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr cooler findet oder auch jetzt. Was ist besser? Ist der Trade-off besser? Was sagt ihr mit dem Band? Was ist cooler? Also ist es tiefer gesetzt cooler oder aufgesetzt und dafür mit dem Band? Und welches der Hintergrundpapiere findet ihr cooler bzw. Farbkombination? Die Wellen mit dem dunkelblauen Rand oder die holographisch folierten Wellen, das kommt wahrscheinlich auch nicht so super gut raus in dem Video, und dafür mit dem farbigen Rand. Genau, schreibt mir das in die Kommentare und nachdem es ein Sketch-Video ist, gucken wir jetzt uns noch gemeinsam an, was alles eingegangen ist von den Zuschauenden, die einen Sketch eingesendet haben, ein Projekt. Und zwar gucken wir erst in den Computer, was per E-Mail eingegangen ist und dann schalten wir nochmal zurück auf den Tisch, was per Post hier eingegangen ist. Da sind es tatsächlich ein paar dieses Mal gewesen und dann schalten wir nochmal zurück in den Computer und schauen uns den Sketch für nächsten Monat an, falls auch ihr mitbasteln wollt. Gut, dann hopp rüber. So, willkommen im Laptop. Ich bin die Stimme aus dem Off wieder in etwas anderer Tonqualität. Wir gucken uns an, was per Mail eingekommen ist, habe ich eben schon erzählt. Es sind 3 Karten per Mail und 3 Karten per Post eingekommen. Die sind alle an der-stempel@gmx.de gesendet. Ich sage es nachher nochmal, wenn ihr gerne auch wieder nächstes Mal mitmachen wollt. Wir können das zum ersten Mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich habe ja jetzt eine WhatsApp-Geschäftsnummer und da geht es nicht so unter wie auf meiner Privatnummer. Deswegen, ihr könnt es mir gerne auch über die WhatsApp-Geschäftsnummer schicken. Die steht unten in der Infobox drin. Also für den nächsten Monat können wir das mal testen. Ich glaube, da müsste ich sie einfacher rausziehen können als das von meiner Privatnummer. Gut, genau. Und auf Instagram posten, aber das sage ich alles hoffentlich nochmal am Ende. So, dann gucken wir uns die erste Karte an, die ist von der Gwen. Wir haben hier eine Weihnachtskarte mit den Figuren aus der Weihnachtsgeschichte. Gefällt mir sehr gut. Es harmoniert überraschend gut. Also obwohl wir so harte Quadrate haben, fällt das gar nicht so auf. Und die Klärung dazu ist, dass diese Figuren alle genau über diesen Ecken und über den Kanten sitzen und deswegen auch wieder die beiden harten geometrischen Formen miteinander verbinden. Das ist das, was ich auch mit dem Boot gemacht habe. Und so zieht es alles wieder zusammen und sieht total harmonisch aus. Gefällt mir super gut, obwohl die ganz einfach und schlicht gehalten ist. Also vom Hintergrund jedenfalls. Die Figuren sind ja aufwendig koloriert. Und die Gwen hat noch eine zweite Karte eingesendet. Und zwar eine Geburtstagskarte mit Mäuschen. Einfach nur gelben Farbkarton, ein bisschen gelöchert, Mäuse drumherum, fertig. Ist total süß. Und auch hier wieder gibt es Fett-Bonuspunkte für ein rotes Band. Und da oben ist sogar auch noch ein kleines goldenes Band mit drin. Dann haben wir als nächstes von der Petra eine Neujahrskarte. Also eine Shaker-Karte in der Mitte. Genau, mit so Wunderkerzen oder Feuerwerk im Hintergrund, das ist eine Neujahrskarte und 2 sexy diagonale Instagram-Bilder von der Innenseite zum Beispiel. Gut, und dann haben wir noch ein Projekt von der Rihanna. Das ist die Front. Sie hat das innere Kästchen sehr, sehr groß gewählt, einfach nur damit das Designerpapier, die Motive da schöner rauskommt, dass es so nach hinten versetzt. Und sie hat auch Band eingearbeitet. Sie hat die Streifen komplett über die ganze Kartenlage drüber gesetzt. Und dann auf der Innenseite, die kann man aufklappen und auf der Innenseite stellt sich dann hier das auf. Das hatte ich euch auch mal gezeigt mit der Meerespyramide, habe ich das damals gemacht. Das ist inspiriert von dem Video. Und da hat sie sogar ein kleines elektrisches Teelicht mit beigefügt, sodass man das als kleine Winterdeko benutzen kann direkt und irgendwo aufs Fensterbrett oder sowas stellen kann. Sehr, sehr, sehr hübsch. Okay, das sind die Projekte, die per Mail eingegangen sind. Jetzt schauen wir uns noch an, was auf genau per Post eingegangen ist. 3 Sketch-Projekte sind jetzt noch per Post angekommen. Und zwar fängt es an, ich muss erst einmal reingucken, von der Ina habe ich ein Projekt bekommen. Das ist diese Karte hier.
Innen geprägt mit dem Waldprägevorder und noch Bäumen aufgesetzt. Hier ist noch dieses Band drüber quasi als stilgebendes Element. Und in der Mitte ist, glaube ich, sogar ein Shakerfenster aus Vellum. Ah, nee, das ist kein Shakerfenster, das kann man aufmachen. Also hier kann man die Schleife aufknoten. Mache ich einfach mal. Dann kann man das hier aufklappen. Und da ist ein Tannenbaum drin. Genau, also es sind alles Weihnachtskarten gewesen, weil es ja Weihnachtsmonat war, aber ich dachte, jetzt nach Weihnachten zeige ich euch nicht auch noch eine Weihnachtskarte, da wird man ja irgendwann verrückt bei. Gut, danke liebe Ina. Dann haben wir ein Projekt, muss ich mal gucken, von der Conny. Conny hat das hier eingereicht, das spiegelt ein bisschen arg, das sieht man nicht so gut mit dem Metallic-Effekt, aber auch der Metallic-Effekt ist geprägt und sie hat auch hier so eine Karte zum Aufklappen gemacht, das war so das Running-Theme, das haben viele Leute gemacht, innen sogar auch schön ausgekleidet, sehr, sehr cool. Genau. Und dann habe ich noch ein Projekt von der Jutta. Die Jutta hat das hier draus gemacht, natürlich auch weihnachtlich. Und Juttas Karte kann man hier oben ziehen und dann ändert sich in der Mitte das Bild. Das ist eine Stanze von Spellbinders, die habe ich auch, das ist ziemlich cool. Genau, auch mal ein cooler Wow-Effekt. Da ist sogar, genau, das ist Weihnachten und Neujahr in einem. Gefällt mir auch sehr gut. Okay. Und das ist mit den Karten, die hier eingegangen sind. Dann schauen wir mal wieder in den Computer, was noch im nächsten Monat ansteht. Und der Sketch für den nächsten Monat sieht so aus. Der ist gestellt von mir. Genau, das ist die Inspiration. Es gibt wie immer zwei Bonusaufgaben. Also erstens, alles ist frei interpretierbar, also da ist ein Kreis drauf, aber das bedeutet, da soll einfach nur irgendwas hin. Ihr könnt also auch ein Blümchen setzen oder was auch immer euch gefällt. Irgendwas soll dahin, irgendein Fokuselement. Und diesen Spruchstreifen da, das habe ich nur so einfach um, damit sich die Elemente verbinden. Da könnt ihr einen Spruch draufsetzen, aber den könnt ihr auch weglassen oder ihr zieht ein Band drüber oder ähnliches. Also wie gesagt, die Idee ist, dass ihr das interpretieren sollt und nicht einfach stumpf nachbasteln. Aber ihr könnt es natürlich auch einfach genauso als Vorlage nehmen. So, und die Bonusaufgabe ist diesmal ein bisschen anders. Ihr habt ein Entweder-Oder. Entweder ihr macht aus diesen vier Streifen im Hintergrund einen Farbverlauf. Und wenn ihr das macht, möchte ich die Karte gerne nicht monochrom haben. Ich neige ganz schnell zu sowas bei Farbverlauf. Das bedeutet, ich will eine weitere Farbe für den Hintergrund haben und eine weitere Fremdfarbe für das Deko-Element haben, für dieses Fokus-Element, die nicht die gleiche Farbe sind und auch nicht zu der monochromen Reihe passt. Also entweder monochrom plus noch zwei weitere Farben oder ihr zeigt mir einfach eine wilde Farbkombi in diesen vier Dingen, einfach eine Lieblingsfarbkombi. Da kann man sich überall inspirieren lassen. Ich mache das gerne von Firmenlogos. Also Firmenlogos haben oft coole Farbkombis oder in Schaufenstern, wenn irgendjemand Deko angerichtet hat oder so. Da sieht man oft coole Farbkombis. Also entweder ein Farbverlauf in Monochrom oder einfach vier Farben, die irgendwie gut harmonieren oder irgendwie cool zusammen aussehen, könnt ihr da reinschmeißen. Und in der Variante dürft ihr dann auch Basis und Fokuspunkt beliebig wählen von einer Farbe, da ist dann freie Wahl. Genau, also entweder monochrom Farbverlauf und dann zwei weitere nicht identische Farben oder eine coole Farbkombi eurer Wahl. Genau, als kleinen Tipp habe ich hier diese vier Hintergrunddinger. Die könnte man wählen, einfach so groß machen, dass sie den ganzen Hintergrund ausfüllen. Dann ist quasi die Karte einfach vier geteilt. Das kann gut aussehen. Ich persönlich fand es harmonischer. Je kleiner ich die gewählt habe, desto besser ist das als Element rausgekommen, als Fokuselement und eben nicht als Hintergrundelement. Das heißt, ich mochte das total gerne. Je kleiner ich die gewählt habe, desto besser. Also vielleicht wähle ich sie auch auf meinem Originalprojekt dann nochmal ein Stückchen kleiner, muss ich nochmal gucken. Mir fällt gerade auch auf, eine coole Idee wäre, sie alle in der gleichen Farbe zu machen, aber jeder kriegt eine andere Textur oder sowas. Also jeder kriegt irgendeinen Spezialeffekt drauf. Das wäre auch eine witzige Idee. Okay, aber ich will gar nicht zu viel drüber erzählen. Das ist jedenfalls der Sketch im nächsten Monat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es mir gerne per E-Mail einschicken unter der-stempel@gmx.de. Ihr könnt es auch sehr, sehr gerne per WhatsApp diesen Monat mal probieren. Wir testen das einfach mal. Die Nummer steht in der Infobox. Ihr könnt es mir auch per Post schicken. Da schreibt ihr mir eine E-Mail und dann schicke ich euch meine Postadresse gerne zurück. Die will ich nur nicht ins Internet schreiben, damit die Spam-Roboter die nicht finden. Genau. Das ist das. Ihr schickt es gerne übrigens auch auf Instagram. Das steht auf Instagram, ist dieser Beitrag ja auch der Sketch. Da steht nochmal genau die Anleitung, dass ihr das taggt mit Stempler-Sketch09. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr die anderen Sketche noch bastelt, insbesondere jetzt den 8. aus diesem Video, könnt ihr das auch gerne noch hochladen mit Stempler-Sketch08. Das ist einfach so ein interaktives Fotoalbum. Da kann man nämlich einfach nach diesem Hashtag suchen und sich die Projekte, die insgesamt eingegangen sind, angucken. Das finde ich immer ganz nett. Und genau, ihr könnt auch immer ein @der_Stempler dazusetzen. Dann
kriege ich nämlich ein kleines Ping, dann sehe ich das auch auf meinem Handy und dann kann ich mir das alles angucken. Gut, das war's auch fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt mal wieder was gelernt. Wenn ihr es nachbastelt, schickt mir unbedingt Bilder davon, eben per E-Mail, per Instagram, per WhatsApp, was auch immer und insbesondere einen Aufruf an die Mitmachaktion. Also dann habt ihr es auch im nächsten Video, wenn ihr das gerne möchtet. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Bastelvideos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Ach, ich wollte noch sagen, Einsendeschluss ist, glaube ich, der 27. Januar. Das Video kommt ja immer raus am letzten Sonntag. Und ihr solltet gucken, dass es so etwa 2 Tage vorher da ist, weil das ist so die Zeit, wo ich normalerweise anfange, dieses Video zu drehen. Okay, dann ist der 27. der Einsendeschluss und wir sehen uns dann einfach irgendwann spätestens im nächsten Sketch-Videos. Bis bald. You have been stempelt.